Ich habe damals eigentlich aus Just for Fun angefangen zu tätowieren. Eigentlich nur vorübergehend, bis ich wieder Lust habe auf Schule, weil ich war derzeit noch in der Schule, habe das Abi gemacht und habe gesagt, jetzt direkt die Schulbank weiterdrücken. Ist nichts für mich, ich will jetzt erstmal arbeiten, damit ich wieder Lust auf Schule kriege. Der Plan war ursprünglich so Innenraumdesign, Architektur, so in die Richtung zu gehen und das dann zu studieren. Aber in dem Übergangsjahr, wo ich dann intensiv tätowiert habe, habe ich mich dafür entschieden, dass ich nie wieder was anderes machen werde. Der eine braucht länger, der andere ist einfach schneller im Vorwärtskommen. Aber Hauptsache, du bleibst in Bewegung. Solange es vorwärts geht und solange es mit deiner Kunst aufwärts geht, bist du auf dem richtigen Weg. Es gibt kein wirkliches Ziel. Es ist einfach der Prozess, der Spaß macht. Mein Name ist Lee und ich bin der Gründer von Link Tattoo Art.